19 retour. Danke, meine Dame. Behörde schreibt ja hier, sollten Sie das genannte Gebiet nicht binnen eines Monats nach Zustellung dieser Verfügung freiwillig verlassen haben, werde ich gemäß § 13 des Ausländergesetzes Ihre Ausreise zwangsweise durchsetzen. Sie haben Ihr Studium beendet? Ja. Die Rechtslage hierbei ist kompliziert. Günstiger wäre es, wenn Sie mit einer Deutschen verheiratet wären. Eine scheinbar alltägliche Situation, nicht wahr? Aber die Liebe fragt nicht nach Bestimmungen und Gesetzen. Helga hat Ali bestimmt nicht aus Mitleid geheiratet. Helga ist 23, von Beruf Datenverarbeiterin. Ali ist 25, hat Architektur studiert und kommt aus Persien. An persönliche Schwierigkeiten haben beide nicht gedacht. Damals, als alles so romantisch begann. Ali und Helga durchleben alle Höhen und Tiefen einer ganz normalen Ehe. Wie so viele der über 300.000 Mischehen in Deutschland. Darf ich? Ja. Ali und Helga. Szenen einer Mischehe. Meine Mutter. Ist diese Ehe von vornherein zum Scheitern verurteilt? Du sagst, wir reden zu wenig. Ja, ich will nicht zerreden. Ich will ein bisschen Gefühle haben. Salam, Helga Khanum. Aber sind es nur die unterschiedlichen Mentalitäten? Ist Ihre Liebe stark genug für alle Prüfungen? Ali. Du rennst dann dauernd in die Kneipe und ich sitze hier allein. Dann müssen wir uns eben trennen. Wieso? Wieso, wieso? Hast du denn nicht gemerkt, dass es in letzter Zeit nicht mehr mit uns stimmt? Hörst du mir eigentlich zu? Ja. Kannst du hier unterschreiben? Ali und Helga. Szenen einer Mischehe. Dieser Film erzählt von Gefühlen, zu denen man Mut haben muss. Kannst du mal vorlesen? Malarazizam, Pedarazizam. پس از عرض سلام امیدوارم حالتون خوب باشه نامه شما رو هفته گذشته دریافت کردم. Du willst gar nicht mit mir reden. Schlafen willst du mit mir auch nicht. Szenen einer Mischehe. Ein minutiöses Tagebuch der Hoffnung. Ich habe hier gelernt, ja, was? So kalt zu sein. Ali und Helga, ein Plädoyer für die Menschlichkeit. Ihre Geschichte wird auch Sie berühren.